Freunde, wir kochen. Wir machen heute eine Sauerspecksoße nach dem Rezept von der lieben Petra, Irmis Freundin. Ich hoffe, ich habe es noch im Kopf. Ja. Denn ich glaube, wir haben das gar nicht mitgefilmt. Wir hatten ja nur den Kohl mitgefilmt. Mit dem weißen Bohnen und so. Aber wir machen heute das Rezept. Die Omi hat gesagt, sie möchte das gerne noch mal essen. Und da die Petra ja nicht da ist, muss die Ille das machen. Also wir brauchen Zwiebel. Achso, jetzt ist Omi wach. Jetzt brauche ich nicht mehr flüstern. Wir brauchen eine Zwiebel. Wir brauchen ein bisschen Säure, Zitrone auf jeden Fall. Oder Essig, wenn ihr habt. Und Speck. Und da wir ja nur zu zweit sind, habe ich hier auch nur 100 Gramm Speck. Das reicht. Zwiebelspeck. Kommt auch Knoblauch rein, Maus? Gut, dann nicht. Dann machen wir jetzt die Zwiebel, schneiden wir klein. Okay. Was haben wir denn gemacht? Was haben wir gemacht vorhin? Wo waren wir vorhin? Ach so, impfen. Ja, wir waren impfen gegen Gürtelrose. Genau. So. Zwiebeln. Jetzt nehmen wir den Speck. Wir haben leider keinen, was heißt, keine Würfel. Hätten wir beim Lidl bekommen, aber wir haben es zu spät. Wir haben gedacht, beim Aldi kriegen wir auch sowas. Aber genau. Hier, davon machen wir Klöße halb und halb. Dafür ist die Frau Rossmann zuständig. Ja, Mutti. Ich mache jetzt hier erstmal den Speck, schneide ich so. Also, du kannst aber auch du machst ja eine klassische Mehlspitze, aber ich könnte auch mit Brühe ein bisschen aufgießen, die Specksoße. Du könntest auch auf okay. Brühe, ja. Genau, gut. Natürlich. Natürlich könntest du das auch. Dann machen wir das auch. Das sind schon die ersten beiden Grundzutaten, die wir für die Soße brauchen. So, also ich nehme dann wieder meinen geliebten Wokpfanne. So. Danke. So, da mache ich jetzt aber kein Fett rein. All die Weil. Der Speck ist fettig. Genug. Den packen wir jetzt mal da rein. Na, wir machen erstmal. Ja, du musst ja die andere Seite musst auch Platz machen wegen dem. Ja, ja, mache ich ja auch Platz. Oder vorne. Vorne können wir doch machen. Hinten ist das und vorne machen wir. Die Klöße. So. Braten wir mal hier an. Da können wir schon Pfeffer mit reingeben. Nee, der Speck ist ja. Der Speck ist ja schon salzig. Ja, und mit den Klößen, die wir selber gemacht haben, die waren uns dann ja doch nicht so. Nee, die sind so auseinandergefallen. Ja. Der Erprobeklos hat gehalten. Und das andere ist auseinandergefallen. Ja, und dann, ja. Ja, genau. Da muss ich erstmal Topf rausholen. Weil die wissen ja auch, eine Weile vor sich hin sind. Zwiebeln mache ich mit rein. Weil die müssen ja richtig schön, ja, kannst du ruhig machen. Musst du nur Decke drauf machen, Maus. Ja, ich hab ihn nicht gerochen. Ja, mach ich mal so. Man könnte aber Mehl jetzt mit darin streuen. Und dann Brühe aufgießen. Ja, das könnte. Mit Anbraten, also ein bisschen so und dann Wasser. Ich mach das mal so, weil dann wird die Soße ein bisschen braun.
Ist das Mehl hier, ja? Ja, das ist Mehl. Siehst du schon. So, hast du Wasser, hast du bei dir das drin? Hast du Wasser hinter dir? Ja. Mach ich noch ein bisschen mehr. So. Dann machen wir das mal so. Also, genau. So kann man es mich auch machen. Dann wird die Soße ein bisschen dunkler. Wenn man das Mehl so ein bisschen mit anröstet, ne? Also. Ich glaube, das reicht, wa, das Mehl? Ich mach noch, ist ja nicht viel, ich mach nur so ein bisschen noch mit drin. So. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob das reicht. Mal schwarze Mäuse. Hier haben wir einen halben Liter Wasser. Wird zu viel sein. Und das gieße ich jetzt mal hier rein, ne? Okay, guck mal, wird sämig. Na? Ja, aber die schmeckt nach nichts. Maus. Da kommt noch, nee, da muss noch Salz rein, auf jeden Fall, weil wir haben ja viel weniger Speck. Weißt du? Ja, dann musst du noch dein Salz rein. Ja. Saure Sahne brauchst du ja auch noch. Ja, genau. Ach ja, genau. Saure Sahne brauche ich auch noch, genau, die gut, aber zum Schluss. Saure Sahne in den Topf getan, ich habe das dann so von da in den Topf reingetan, damit es da nicht gerinnt, ne? Aber die gerinnt, glaube ich, nicht. Also. Ja, also, die hat die halt so gemacht. Mhm. Ist die zu dick? Na, du warst ja auch. Achso, kommt da noch saure Sahne rein? Saure Sahne kommt noch rein, Zitronensaft, ne? Genau. Einen Esslöffel, nee, ein Teelöffel. Ein Esslöffel, nicht ein Teelöffel. Salz da rein. Fertig. Wir können es auch gut ausdrücken. Ja, kann ich auch mit der Hand ausdrücken, Maus. Ja. Trotzdem muss ich noch ein bisschen. Maus, koste mal. Ja, kann noch, ja. Echt? Ja, der wusste nicht, ne? Weil, na, jetzt kommt noch die saure Sahne rein. Alles, ne? Ja, ja. So, jetzt kommt noch ein Becher hier saure Sahne. Meine, wenn es jetzt vegan wäre, würde ich die vegane Cremerin machen. Die habe ich mich noch mal gekauft, weil die wirklich lecker ist. Die gibt es beim Lidl neu. Geht mal auf unserem Hauptkanal, Ille und Umi, da ist ein Food Hall. Da stelle ich euch die Creme nochmal vor. Und muss ich nochmal kosten, Maus? Er gibt mir mal auch mal einen Löffel. Kosten wir den nochmal. Was kann noch ein bisschen Pfeffer? Bisschen Salz? Ja. Zitrone nicht mehr. Nee, Zitrone ist gut. Aber ein bisschen Salz noch, ja? Ja. So. Und noch ein bisschen Pfeffer. Pfeffi. Schmeckt's? Aber anders wie bei Petra, ne? Aber wir haben auch anderen Speck. Ja, ja. Zu dick? Nee, ne? Nee. Weil wir haben ja nur die Soße und die Klöße, ne? Ja. Also. Klöße in mindestens 2 Liter kochendes Salzwasser, eingehäufter Teelöffel Salz, habe ich reingegeben. Ja. Einlegen und kurz aufkochen lassen. Anschließend 20 bis 25 Minuten ohne Deckel ziehen lassen, nicht mehr kochen. Vorsichtig. So, jetzt lassen wir sie aufkochen.
ihr Lieben, wir sehen uns dann wieder, wenn wir anrichten. Ne? So ist die Soße erstmal fertig. Habt ihr gesehen, schnell, einfach. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn wir anrichten. So, hallo Freunde, wir sind wieder da. Die Klöße sind hochgekommen, man sieht's. Ich nehme mir jetzt ein bisschen Kloßwasser, weil die Soße ist ja doch so ein bisschen, ne? Ich mache da jetzt so eine Kelle Kloßwasser rein. Mach die nochmal ein bisschen an. Jag die nochmal kurz hoch. Und ja. Und set it, ne? Ja, so ist eine gute Konsistenz, ne Maus? Ja. Genau. Ja, ich habe hier so eine kleine süße Schaumkelle. Wie viel möchtest du? Eins, zwei? Zwei. Die sind ein bisschen flach. Das sind so fliegende Ufos. Ufos. Ach, ich esse auch zwei. Ich nehme hier aber einen kleineren. Kann man die da drin lassen? Passiert nichts weiter, oder? Naja, ich würde, naja, noch ganz, du hast ja ausgestellt. Kochen, ja. Wir kochen ja jetzt nicht, nicht dumm und dämlich. So, ne? Jetzt schön Soße drauf. Ja, und das ist es, ihr Lieben. Das ist unser Essen heute. Saure Specksoße mit Klöße. Halb und halb. Frei nach Petra. Frei nach Petra. Genau, Rezept nach Petra. Lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss.